100 Jahre Huber, heute großes Fest auf der Werkstattbühne in Bregenz. Wie ist so das Gefühl? Passt es bis jetzt? Was gibt es zu sagen zu 100 Jahre Huber? Es ist einfach eine Wahnsinnsshow. Man hat sich da wirklich sehr, sehr viel einfallen lassen. Die Epochen, die einzelnen, sehr, sehr gut. Man lebt so wirklich die 100 Jahre in der Vergangenheit mit. Man kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, ich finde es das toll, dass unsere Marke, unsere Firma so einen Event auf die Beine gestellt hat. Wir sind sehr stolz, Huberianer zu sein. Wir haben eine wechselhafte Geschichte. Ich selber bin erst kurz dabei, aber ich bin sehr froh und fühle mich sehr wohl in dieser Firma. Und diesen Spirit tragen wir heute unter uns, untereinander aus. Ich finde es super, in einem traditionellen Unternehmen zu arbeiten. Ich finde es toll, unseren Kunden diese Qualität zu zeigen. Ich weiß, dass unsere Kunden diese Qualität total schätzen. Und mit diesem Feeling und mit diesem Gefühl, in unseren Geschäften zu stehen und das hinauszutragen, ist einfach spitze. Toll. Was macht es denn so speziell, bei dieser Firma zu arbeiten? Warum arbeiten Sie bei der Firma Huber? Vor allem das Klima ist sensationell. Das Arbeitsklima ist einfach 1A. Arbeitsklima gefällt mir toll und das macht Spaß. Und die Textilindustrie, ich war auch davor schon bei der Textilindustrie und habe mich gedacht, dann werde ich mich bei der Firma Huber weiterentwickeln. Also. Gibt es vielleicht irgendein Lieblingsprodukt von Huber? Ja, Skinny, Boxershorts, Herren sind wohl zum Füllen, also Qualität, ziemlich toll. Die Wäsche tragen auch die Huber-Mitarbeiter selbst? Ja, ich persönlich schon. Mein Hit ist Skinny. Trage ich Komfort 1A. Saugfähig. Und der Griff ist super. Was wünschen Sie denn für die nächsten 100 Jahre? Ja, alles werde ich nicht mehr erleben, aber ich wünsche mir für die nächsten 100 Jahre, dass es so weitergeht, wie es in den letzten Jahren aus meinem Empfinden begonnen hat, vorwärts geht, nach oben geht, nach Europa geht und vielleicht sogar nach Übersee geht.